Hallihallo, kurzer Tipp, Ambient Noise, Noise, habe ich gefunden. Wie habe ich das denn gefunden? Was ist das überhaupt? Das macht so Krach, ne? Das macht Krach. Zum Beispiel hier Wind, ja. Machen wir das Gelaude. Wind oder Geräusche wie das Hintergrundgeräusch eines Cafés, ja. Ambient halt, ne? Also Ambiente. Feuer oder Meeresrauschen. Oder ja, eine Nacht mit Heuschrecken, wie angenehm. Regen, ne? Ja, in die Traufe und so weiter. Sturm mit Wolken oder ähnliches. Ah, Neuse, finde ich gut. Wie bin ich drauf gekommen? Ich hatte eine Boutique, also nicht zusammen mit dem Papst, sondern unter Ubuntu Mate. Ne? Ubuntu Mate. 16.04 habe ich jetzt mal geupdatet, ne? Und da gab es eine Boutique plötzlich, ne? Bei Software. Eine Boutique. Und da habe ich gesehen, in der Boutique, da gab es dann Ambient Noise, ne? Zubehör. Und hier gab es bei Sound, Klang und Video, gab es plötzlich Ambient Noise. Und da bin ich auf die Brocken gekommen. Das Ambient Noise gibt es übrigens auch, habe ich gesehen, für das Ubuntu Phone, ne, von jemand anders, ne, der macht halt die gleichen Klänge, ne. Beziehungsweise auch fürs Tablet will ich gerade mal kurz zeigen. Muss ich mal kurz hier rüber, Multimedia, muss ich mal auf Cheese. So, hier auf dem Tablet, ne, Ubuntu Tablet, können wir mal gucken, gerade mal Cheese gemacht. Da gibt es nämlich Ambient. Und wenn man das geöffnet hat, ich habe das hier schon mal geöffnet, dann sieht das so aus. Dann hat man auch zum Beispiel dieses Café, ne? Hier jetzt vom Tablet abgespielt, hat man auch dieses Café. Geräusch und Kaffeeshop, ne? Nicht da, wo es was zu rauchen gibt, sondern richtiger Kaffeeshop oder ein Feuerplatz. Könnte auch sagen, Kamin oder so. El Camino quasi. So. Oder hier so ein bisschen Sturmwind. Ne? Und wer nicht so ein Tablet hat, der nimmt halt die Desktop-Version. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und tschüss, da spült's mich davon.